Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim Insta-Driver und unserem Reichweiten Autobahn- und Verbrauchstest. Das heutige Fahrzeug, ein BMW iX3 in der Impressive-Ausstattung. An den Fahrdaten ändert das nichts, aber es gibt zusätzlich 20 Zoll Räder, Leder-Sportsitze, adaptive Scheinwerfer, ein Premium-Soundpaket und ein Head-Up-Display sowie vieles, vieles mehr. Matthias, das sind nur 19er. Das sind Winterreifen. Die haben uns reingelegt. Das sind wirklich nur 19. Wir haben uns tatsächlich reingelegt, Vivian. Zuerst machen wir unseren Autobahnreichweitentest auf unserer bekannten Teststrecke. Einmal bei 130, 120 und 100 km/h. Zusätzlich zeigen wir euch dann noch die Highlights des Autos, den Kofferraum, das Interior und die reale Reichweite in der Stadt und kombiniert. Herzlich willkommen beim Insta-Driver. Am 27. Juni steigt das große E-Mobility-Festival Rock den Ring, wo ihr bekannte YouTuber wie Carmaniac Driver live erleben könnt. Zusätzlich gibt es die neuesten Elektroautos zum Ausprobieren, eine Bühnenshow, die gemeinsame Ringfahrt und vieles, vieles mehr. Jetzt kostenlos anmelden auf rockdenring.info. Ja, der BMW iX3 basiert auf dem X3, hat aber einen 7,5 cm tieferen Schwerpunkt, weil wir eine schwere Batterie haben. Die Batterie besteht aus 10 Modulen mit insgesamt 188 Zellen. Sie wird CO2-neutral hergestellt, sagt BMW. Das finden wir natürlich sehr gut. Wir haben es hier mit einem adaptiven Fahrwerk zu tun, mit elektrisch geregelten Dämpfern. Und trotz des höheren Gewichts des iX3 im Gegensatz zum X3 fährt sich das Auto sehr, sehr sportlich und dabei maximal komfortabel. BMW baut prinzipiell sehr, sehr gute Autos. Der iX3 ist einer davon. Die Frage, die wir uns jetzt aber stellen, ist der iX3 auch ein gutes Elektroauto? Vorher noch die technischen Daten und dann geht's ab auf die Autobahn. Was Matthias vergessen hat zu sagen, es ist kalt. Aber jetzt erstmal die technischen Daten. Also, das Auto hat einen Heckantrieb und verfügt über eine Leistung von 210 kW bzw. 286 PS. Das Drehmoment ist 400 Newtonmeter und den Sprint von 0 auf 100 macht der BMW iX3 in 6,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 180 km/h abgeriegelt. Die Batterie ist eine Lithium-Ionen-Technologie ohne seltene Erden und wird zu 100% mit erneuerbaren Energien hergestellt. Die Kapazität der Batterie beträgt 80 Kilowattstunden brutto und 74 netto. Und laut WLTP ist die Reichweite 450 bis 460 Kilometer. Wie die Reichweite aber in echt aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Und das bei ungefähr minus einem Grad. Alright, willkommen auf der Autobahn. Heute richtig miese Bedingungen für einen effizienten Autobahntest. Wir haben es richtig kalt. 2 Grad zeigt jetzt hier an. Vorher hatten wir noch 0 Grad. Es ändert sich ein wenig. Es geht ein starker Wind. Wir haben Schneeverwehungen. Es ist nass auf der Straße. Also schlechte Voraussetzungen, um gute Werte heute zu generieren. Wir haben auch die Heizung voll an, auch hinten im Vor auf der Rückbank, weil die Vivian hinten sitzt. Hi Vivian. Hi. Sie wird gleich die 120 km/h fahren. Sitzheizung habe ich an. Also, wir wollen hier eine Menge von dem Fahrzeug und dementsprechend rechne ich auch mit einem ziemlich hohen Verbrauch. Sind wir mal gespannt. Generell finde ich das Auto ja richtig komfortabel. Er ist auch perfekt abgestimmt zwischen Sportlichkeit, Agilität, Dynamik und Komfort, muss man sagen. Das gefällt mir richtig gut und für all jene, die gar nicht merken wollen, dass sie in einem Elektroauto sitzen, ist das das perfekte Auto. Es ist klassisch BMW. Ich würde keinen Unterschied merken zum normalen X3. Natürlich außer, dass wir kein lautes Motorenbrummen hier hören. Es ist hier furchtbar leise. Wobei nicht furchtbar leise. Auf der Autobahn haben wir doch ein paar Geräusche, Windgeräusche. Die hören wir uns jetzt auch an. Ein bisschen leiser. Ja, zwischen 68 und 69 Dezibel. Aber bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h mit starken Windböen. Den Wert betrachte ich als durchaus gut, weil wir immer diese Windböen haben, die hier reinklatschen. Das macht natürlich schon was aus. Generell empfinde ich das Fahrempfinden aber sehr, sehr leise. Es ist luxuriös hier drinnen, kann man schon sagen. Ein paar Windgeräusche kommen von da und hier, aber nichts, was man irgendwie negativ erwähnen kann. Es ist ein richtig guter BMW. Muss man sagen, als Elektroauto ist es ein interessantes Ding. Wir haben kein eigens entwickeltes Elektroauto, sondern auf der X3-Plattform befinden wir uns. Dadurch können wir nicht alle Vorteile der Elektromobilität ausspielen. Viele kennen ja den Frunk vorne, der nicht existiert sozusagen, aber es gibt einen Platz. Es gibt genug Frunk-Platz hier vorne. Aber
der wird halt leider nicht genutzt. So, schauen wir uns mal den Frank an. Das ist kein Frank. Das ist Leere. Schön. Da hätte doch wohl noch ein Frank reingepasst, oder? Hm? Naja. Machen wir wieder zu. Schauen wir uns nicht nochmal an. Peinlich. So, wir sind jetzt 24 Kilometer auf unserer Teststrecke gefahren. Das erste Fazit sieht nicht ganz so gut aus. 35,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, sagt er mir. Das ist doch sehr, sehr hoch. Was gut ist am BMW, ist, dass wir am Ionity Charger Netzwerk hier für 29 Cent pro Kilowattstunde laden können als iX3-Kunde, als BMW-Kunde. Das ist schon ein großer Vorteil. Der Verbrauch, ja, wir haben heute nicht gute Außenbedingungen, aber das scheint mir durchaus extrem viel zu sein. Ich kann jetzt nochmal probieren, die letzten Kilometer hier in den Eco Plus Modus zu schalten. Wir sind jetzt dann auf Komfort gefahren. Eco Plus, schauen wir mal gleich, was passiert. Individuell Standard 35,8 nehmen wir mal so an. Setzen die Werte jetzt zurück. Fahren noch ein paar Kilometer. Und das sieht ja gleich sofort anders aus. Jetzt fahren wir eine Weile 120. Dafür setze ich ganz kurz zurück. Hier individuell zurücksetzen. Voila! Wir fangen von vorne an. Genau, ich habe den Autopilot eingestellt und diesmal fahren wir von Anfang an im Eco Pro Modus, weil das andere noch ein bisschen extrem war. Also wir geben ihm hier mal die Chance, ein bisschen ökologisch zu fahren, also nicht ganz alles zu verbrauchen. Bin sehr gespannt, wo wir jetzt landen werden, ob das quasi einigermaßen vertretbar ist. 130 war scheinbar nicht so die beste Geschwindigkeit für den Verbrauch, aber wir sind frohen Mutes. Genau, man muss übrigens auch dazu sagen, wenn wir uns jetzt mal die Dezibel anschauen, also so um die 64, 65 Dezibel, das hier ist die Impressive-Ausstattung. Das heißt, wir haben hier eine Akustikverglasung. Das gibt es so in der anderen Ausstattung nicht. Also hier ist generell ein bisschen leiser, was uns ja eigentlich auch ganz zugute kommt. Generell muss ich sagen, gefällt mir die Impressive-Ausstattung sehr. Also dieses Head-Up-Display nicht dabei zu haben und man kann es nicht dazu wählen, das wäre schon schade. Von daher glaube ich, würde ich mich für die Impressive-Ausstattung sowieso entscheiden. Auch Akustikverglasung, das hat schon was. Naja, was ich auf jeden Fall lustig finde, ist, dass BMW eigentlich sagt Power of Choice. Das ist unser Motto. Und dann haben sie sich aber bei diesem Modell dazu entschieden, ganz wenige Auswahlmöglichkeiten zu haben. Das heißt, du hast eben nur Impressive oder Inspiring, heißt die andere Ausstattung, die geringere Ausstattung. Und du kannst nicht sonderlich viel dazu oder abwählen. Das heißt, die findet man eigentlich so ziemlich so und man kommt sehr leicht, sehr schnell durch den Konfigurator hindurch. So, und was es ja auch nicht gibt, ist Allrad. Also du hast den SUV, aber du kannst dir keinen Allrad aussuchen. Ehrlich gesagt, für ein Familienauto und wo man wirklich auch Leute reinpacken muss, muss man jetzt auch nicht unbedingt Allrad haben. So, wir sind jetzt ein bisschen gefahren. Ja, jetzt sind wir ungefähr bei 24,5 Kilowattstunden. Naja, also auf jeden Fall besser als bei 130. Aber gut, bei den Bedingungen haben wir uns jetzt auch nicht mehr erwartet. Also wir fahren jetzt unsere Teststrecke mal zu Ende und schauen uns das dann nochmal gleich ganz genau an, was wir hier genau verbrauchen. So, die 120 km/h haben wir absolviert. Wir sind jetzt schon 13,8 Kilometer auf unserer Teststrecke mit 100 km/h unterwegs. So, das sind jetzt 99, 100, wieder korrigiert. Ja, dieser Knopf gefällt mir bei BMW sehr, sehr gut. Hier auf einen Blick die Assistenzsysteme, das ist richtig übersichtlich, gefällt mir richtig gut. Der iX3 hat noch eine Wärmepumpe mit an Bord. Ja, die hohen Verbräuche hier, die ja, unterstützen jetzt nicht unbedingt das Wärmepumpenthema, aber wir haben, man muss hier dazu sagen, wir haben eine sehr schlechte Form für eine energieeffiziente Leistung, denn die SUV-Form hier mit der Größe auch vom iX3, die spricht jetzt nicht dafür, dass wir sehr effizient unterwegs sein können. Noch dazu der CW-Wert des Fahrzeugs. Ja, also das wird einer der Gründe sein, warum wir hier mehr Verbrauch haben, obwohl wir eine Wärmepumpe hier mit an Bord haben.
Wir sind jetzt dann 15 Kilometer unterwegs und das Display zeigt uns an 19,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei 100 km/h. Der Wert ist jetzt in Relation zu 130 und 120 km/h meines Erachtens viel, viel besser. Aber ich möchte, wenn ich einen iX3 habe, nicht 100 km/h auf der Autobahn fahren. Das ist ja ein wenig der Twist. Ja, wir haben, man muss auch dazu sagen, ja, heute wirklich schlechte Außenbedingungen. Vielleicht sollten wir uns das Auto nochmal schnappen bei nicht ganz so gravierenden Bedingungen, auch mit dem Gegenwind. Der Wind hat sich jetzt auch ein wenig gelegt, die Temperatur ist besser geworden, 2,5 Grad. Das sind alles Ausreden natürlich, die ich jetzt suche, hier um diesen Verbrauch zu erklären. Aber ja, es ist so wie es ist. Wir zeigen euch die Werte. Ich versuche das auch gar nicht jetzt so zu bewerten. Gehen wir in die Auswertung und schauen wir uns die Ergebnisse an. Los geht's. Ja. Also ich saß jetzt überall auf der Rückbank und ich muss sagen, was mir besonders gefällt, ist das Dach, das Panoramadach, was übrigens Serie ist, also man nicht dazu nehmen muss, dass das so weit nach hinten geht. Dadurch ist der Raum hinten wirklich hell und das macht es einfach für Beifahrer, also die, die auf der Rückbank sitzen, super angenehm für Langstrecke und ja, gibt einem irgendwie das Gefühl von Sicherheit, von Offenheit und bedrückt einen nicht so. Also das finde ich wirklich sehr komfortabel. Ja, wie bereits erwähnt, sind wir mit 19 Zoll Winterreifen in den Dimensionen 245/50 im Test unterwegs gewesen. Wir hatten harte Außenbedingungen von um die 0 Grad Celsius mit starkem Wind und Schnee. Beim ersten Anlauf, 130 km/h im Komfortmodus, haben wir 35,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Bei der verfügbaren Batteriekapazität von 74 Kilowattstunden im BMW iX3 erhalten wir so eine Reichweite von 207 Kilometern. Mit unseren Abzügen und Erfahrungswerten kommen wir mit dieser Geschwindigkeit also auf 190 Kilometer tatsächliche Reichweite. Im Eco-Pro-Modus haben wir den Verbrauch sofort senken können, ohne dafür spürbar auf etwas verzichten zu müssen. Der Eco-Pro-Modus soll ja den Verbrauch um bis zu 25% senken können, indem er Klimaanlage oder Sitzheizung unmerklich reduziert und die Charakteristik des Fahrpedals und Automatikgetriebes verändert. In unserem Test konnten wir 20 Kilometer mehr tatsächliche Reichweite damit herausholen. Bei 120 km/h haben wir 25,7 Kilowattstunden im Eco-Pro-Modus verbraucht und kommen somit auf eine Autobahnreichweite von 270 Kilometern mit unseren Sicherheitsabzügen. Und bei 100 km/h verbraucht der iX3 unter diesen Bedingungen 19,6 Kilowattstunden und kommt somit 360 Kilometer weit. Bitte beachtet, dass unsere Verbrauchswerte bei den genannten Bedingungen getestet wurden und wir keine Gewähr auf die genannten Reichweiten geben. Ja, das sind unsere ermittelten Reichweiten und Verbrauchswerte auf der Autobahn. Würde mich jetzt interessieren, falls ihr einen iX3 schon habt oder auch Probe gefahren seid, was für Werte habt ihr bei 130 km/h ermittelt? Sind unsere zu hoch? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, weil diese Windböen, diese Gegenwindböen doch ziemlich aggressiv waren und vielleicht wir deshalb einen höheren Verbrauchswert hatten. Oder sind die Werte einfach so hoch? Schreibt es unten drunter, würde mich interessieren. Das ist der BMW-Schlüssel. Also das ist doch ein wunderschöner Schlüssel. Und es gibt noch das perfekte Fach dazu. Hier rein. Sieht man auch selten so ein gutes Fach. Zu den Reichweiten in der Stadt. In meinem Verbrauchszyklus habe ich es geschafft, ca. 360 Kilometer in der Stadt zu kommen, auch wenn ich das Auto über die Nacht stehen lasse, mit vom Vampirverlust. Die Werte auf der Autobahn habt ihr ja gesehen. Kombiniert würde ich daher sagen, um die 305 Kilometer. Im Sommer sieht das Ganze anders aus. Da sollten wir in der Stadt um die 520 Kilometer kommen, auf der Autobahn. Ja, im Durchschnitt so um die 320, 330 Kilometer und kombiniert sind das dann in etwa 410 Kilometer Reichweite, die wir mit dem iX3 im Sommer schaffen. Vom Laden her sieht das Ganze so aus, wir können AC, also Wechselstrom 11 kW laden, da laden wir 45 Kilometer pro Stunde und in 8 Stunden ist der iX3 auch voll. Beim DC-Laden geht es rasant voran, bis maximal 150 kW. Da schaffen wir 5-80% in 27 Minuten und ich habe geschafft, in 10 Minuten 93 Kilometer an Reichweite hinzuzuladen. Ziemlich guter Wert, finde ich ja durchaus ansprechend. Das verspricht schon einiges. Ich glaube, BMW gibt 100 Kilometer an, sind nur 7 Kilometer weniger bei uns. Also durchaus akzeptabel. Vivienne zeigt euch jetzt den Kofferraum und das Infotainment-System und dann kommen wir auch schon zum Fazit. Schauen wir uns mal den Kofferraum an.
Okay. Komm schon. Hallo. Vorzeigeffekt. Komm schon. Hallo. Ah! So, also, der Kofferraum hat ein Fassungsvermögen von 510 Litern und kann aber erweitert werden und das ist super cool. Es gibt hier nämlich so eine Fernlenkung. Das heißt, ich mache hier einmal Klick und auf der anderen Seite auch nochmal Klick und schon liegen die Sitze. Das heißt, jetzt haben wir 1560 Liter Stauraum und wenn man das hier oben raus machen will, dann gibt es auch hier oben nochmal einen Knopf draufdrücken und dann ziehe ich das hier raus. Zack! Und schon haben wir eine Menge an Stauraum. Wenn wir uns das jetzt hier unten nochmal angucken, dann gibt es hier verschiedene Sachen sogar. Also erstmal hier noch so eine Mini-Ablage. Wir haben noch nicht ganz herausgefunden, wofür das gut ist. Aber genau, hier sieht man auch noch ein bisschen mehr, was so in der Ausstattung mit drin ist. Also hier ein sehr tiefes Fach, wo man ein Kabel reintun kann. Und so ein Netz ist auch noch mit dabei. Genau. Also echt ein cooler Kofferraum. Und die Sitze sind auch von vorne anzusteuern. Schauen wir uns nochmal das Innere an. Also wie schon von BMW gewohnt, haben wir hier viele Knöpfe, aber auch sehr hochwertig verarbeitet. Also zum Beispiel am Lenkrad die Rädchen, die fassen sich wirklich toll an. Und auf der linken Seite zum Beispiel hat man auch noch so eine kleine Auswölbung. Das heißt, man kann den Tempomaten wirklich ganz präzise einstellen. Das gefällt mir sehr. Wir haben auch weiterhin diesen großen Knopf hier, das Rädchen, was mir aber ganz gut gefällt, weil man hier wirklich alles ganz genau ansteuern kann und quasi nicht nur Touch mit dabei. Und wir haben hier natürlich wieder Klavierlack mit drin, aber optisch passt es tatsächlich sehr gut in diesem BMW, auch wenn er natürlich trotzdem dreckig wird. Genau. Und was wir auch mit dabei haben, ist so eine Blende, damit man verstecken kann, was man hier so drin hat. Also ob das jetzt Geld ist oder ein Telefon, ist natürlich auch super. Und ja, es ist einfach alles sehr hochwertig verarbeitet und macht Spaß. Also auch wenn man sich jetzt zum Beispiel den Bildschirm noch ansieht. Das ist hier der große Bildschirm und der ist in Serie mit dabei. Das ist das erste Mal so, den muss man nicht dazu wählen. Und es macht einfach großen Spaß, wenn ich jetzt hier ins Navi gehe, wie schnell alles reagiert. Und die Farben sind genau. Es ist wirklich präzise, es ist übersichtlich. Wenn ich jetzt ins Auto gehe, es ist alles da, wo ich es brauche und ja, fährt sich dadurch einfach noch komfortabler. Ja, alles in allem ist der BMW iX3 für mich ein gelungenes Auto mit richtig guten Attributen eines Elektroautos. Jedoch hat er diesbezüglich ein paar Schwachstellen. Was er kann, ist Komfort. Von den Sitzen angefangen, hinten auf der Rückbank durch das große Panoramadach. Das ist schon echt toll und ist ein echter BMW. Also klasse, dass sie sich dafür entschieden haben, auch nochmal den X3 in einer elektrischen Variante zu machen. Außerdem auch Power of Choice dahingehend, dass man tatsächlich 4 Rekuperationsstufen hat. Das ist richtig klasse und gibt es tatsächlich nicht überall. Und das macht dann auch ein bisschen wett, dass sie den Frunk rausgelassen haben, was natürlich trotzdem schade ist. Naja. Ein Highlight möchte ich noch hervorheben und zwar das ist das Sounddesign des Fahrzeugs. Wenn man in den Sportmodus geht, gibt es vom Hollywood-Regisseur Hans Zimmer einen komponierten Sound, ein Fahrgeräusch, welches ich persönlich extrem ansprechend finde. Vivienne und ich haben ja gerade den Ford Mustang Mach-E und den Audi e-tron getestet. Beide haben ja einen ganz spezifischen Fahrsound, der Ford Mustang GT in Richtung V8, der Audi e-tron ein sehr sportlich dynamisches Fahrgeräusch. Und der BMW iX3, der ist eine Klasse für sich auf dem Sound. Das ist ein richtig schöner Sound. Ich finde den extrem angenehm, aber was will man auch von einem Komponisten in der Klasse von Hans Zimmer? Ja, um das abzuschließen, kann ich sagen, ich mag den BMW iX3. Er ist natürlich extrem komfortabel, wie schon gesagt. Verpasst dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Abonniert auch den Kanal. Ihr seht, es ist hier kalt. Um das nochmal zu erwähnen, der Wind zieht hier durch, Wahnsinn. Ja, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht habt. Vivienne und ich machen ständig Elektroauto-Tests und auch unsere Sendung Statistics. Ansonsten gibt es nur noch eins zu sagen. Schaltet ein im nächsten Video, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi. Tschüss.